Good thing I sold most of my jewelry. Ja, sprech mal mit der Tür. Woohoo! Du siehst kein Schlüsselloch in der Tür. Von hinter der Tür dreht jedoch eine Stimme hervor, als würde ihr Besitzer direkt vor dir stehen. Your master awaits a worthy pupil. Let the apprentice who has perfected a spell and gathered the lessons of his fellows speak his purpose. Ja, ich bin total bereit, Consulhor zu sehen und sein Nachfolger zu werden. Ah, first you shall prove your merit. A wizard must protect himself from the arcane and the mundane, from spellcaster and soldier alike. Of the many defenses available to the wizard, which comes first? Starke Rüstung, ein beschützter Verstand, Barrierezauber, ein mächtiger Stab. Ja, ich finde, jeder Zauberer sollte einen mächtigen Stab haben. Das ist sehr wichtig. Und die Länge ist entscheidend. Weisheit des Tages. Nein, das ist natürlich ein beschützter Verstand. Ich habe hier die Notizen gelesen. You have learned well. Ja, natürlich. Ich interessiere mich voll für Magie. Ich kann zwar keine, aber ich finde die voll cool. But a wizard must also defend against his own deficiencies, lest he fall to them. Which weakness is deadliest? Stolz, Ignoranz, Furcht, Fahrlässigkeit. Alles, meiner Meinung nach, alles. Nee, Stolz hast du gesagt. Many fall by overestimating their own power. Yet for the wizard who understands the nature of magic, power is nearly limitless. What quality of magic is most critical to powerful spell work? Spektakel, sie blendet und beeindruckt. Mysterium, nur wenige verstehen die Magie. Allgegenwärtigkeit, sie ist überall zu finden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre die richtige Antwort nicht dabei, auch weil ich hier nur drei Sachen zur Auswahl habe und sonst sind es immer vier. Aber hey, sagen wir, sie sind ein Mysterium? Wenn nicht, muss ich vielleicht laden, falls mich das Tor gleich in Stücke reißt. Return to the lessons I have given you and your fellows before you speak again. Ach, leck mich doch. Wo ist denn die andere Notiz? Wo ist denn die? Da. Das war... Dingens da. Man muss ganz doll unsterblich sein. Das war, man soll nicht stolz sein. Genau, man soll seinen Verstand schützen. Ach, vielleicht habe ich die Notiz einfach nicht gelesen. Das war vielleicht mein Fehler.
Ulrike, du hantierst mit Klingen und Knüppeln herum, während deine Mitschüler den Körper und den Verstand von Gestandenen formen. Sie blicken deswegen auf dich herab. Sollen sie. Zauberwerk zieht oft eine bestimmte Art von Geistern. Ein Geist, der sich zum Mysterium und Brimborium gewaltigen arkanen Spektakels hingezogen fühlt. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen gedisst. Du bist nicht mit derlei belastet. Du siehst die Magie als das, was sie ist. Macht, roh und formbar. Du formst sie nach deinen Bedürfnissen und was verleiht den größten Zauber und das vermutlich verleiht den größten Zauber in ihre Kraft. Während die anderen ihre eigenen ehrgeizigen Zauber noch perfektionieren, wirst du die deinen bereits abschließen. Wenn dieser Tag kommt, dann strecke sie nieder, ohne zu zögern. Wundervoll. Okay, okay, Tür, ich hab die Antwort. Your master away. Ah, ja, ja. A wizard must you have learned, but a wizard many fall. Yet for the wizard who understands the nature of magic, power is nearly limitless. What quality of magic is most critical to powerful spellwork? Formbarkeit, weil sie kann zu jedem Zauber geformt werden. Yes, though few will ever grow skilled enough to wield it well. One test of your understanding remains. What is a wizard's true foe? Der Ehrgeiz seiner Rivalen, ein eifersüchtiger Meister, mangelndes Wissen, die Sterblichkeit. Ja, das ist jetzt die Sterblichkeit. Ey, man könnte meinen, ich wär voll selber Wizard oder gebildet oder sonst irgendwas, so viel Ahnung, wie ich davon habe. Ich kann hier voll die Insider-Fragen beantworten. Lynn wäre voll die gute Magiestudentin gewesen, wenn sie irgendeine magische Begabung hätte. You may proceed. Yay! Dann speichern wir mal nochmal. Warum hat Din denn leichte Müdigkeit? Was ist denn jetzt schon wieder verkehrt? Hallo? Hallo, Herr Konzelhort? Hallo, oh mein Gott, der ist aber groß. Und hässlich. Oh, Baby. Hey. Ja, geh du mal nach vorne. Ich habe ihn erst nicht gesehen, weil da so ein Katzenbett drüber ist. Ja. Aber mittlerweile sieht man wenigstens so ein bisschen Sid. Warte. Da. Das ist Sid. Sid, wie er mal süß ist. Ja. Genau. Guck fies, wenn die Mama dich süß nennt. Komm, Konzelhort, talk to me. Ich will nicht immer nur mit deiner Tür reden. Ja, ich hab dich doch auch lieb, Sedi. Ja. Eine ausgemergelte Gestalt ist über einen Stapel Bücher gebeugt. Als du den Raum betrittst, erhebt sie sich. Du hast das Gefühl, als könntest du jede Bewegung der einzelnen Rippen und Wirbel unter einem hauchdünnen Blatt fahlen Fleisch sehen. Oh, lecker. Die Gestalt wendet sich um. Vergeudete Haut und Sehnen, okay, werden um Knochen gebogen. Zwei Augen brennen in einem kantigen, eingefallenen Gesicht. You have the soul of one who is always restless, always searching. I wonder, is that what brought you to me? Wasted skin, aha. Den Ausdruck habe ich aber auch noch nie gehört. Ja, die Übersetzung ist leider an vielen Sachen schlecht. Das ist halt oft so, als hättest du quasi das Wort als Suchbegriff bei so einem Übersetzungsding eingegeben, dann halt einfach den ersten Treffer genommen. Da hat halt irgendwie keiner drüber gelesen gefühlt, ob das auch vom Satz her Sinn ergibt. Aber ich wusste nicht, dass man... Also ich habe Wasted Skin noch nie gehört. Ja, Konzelhort, ja, ich unterhalte mich mit dir. Alles gut.
Was bist du? Als ich von den Thorn Bannerman hörte, dachte ich, du würdest vielleicht Hilfe brauchen. Warum sollte ich denen denn helfen wollen? Du bist fucking Untoter. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Es gibt hier ein Artefakt und ich suche danach. Ich suche nach dem enquitanischen Phylakterium. Das ist doch auch wieder dasselbe, wie ich suche nach dem Artefakt. Ja, Wizard bin ich leider nicht. Woher weißt du, wer ich bin? Ja, damit fangen wir mal an. Warte, das hat's nicht gepreust. Das ist schade. Ein trockenes Krächzen von einem Lachen stolpert aus der Kehle des Lichs. Ich habe mein Leben in ein Phylakterium gegossen und auf jemanden wie dich gewartet. Nicht wer du bist, was du bist, interessiert mich. Hey, reduzier mich nicht. Spells are fueled by ambient essence in the ether. A miserly trickle of energy that leaks from the wheel. Er zeichnet arkane Formen in die Luft um ihn herum. Aha. Das ist eine alternative Bezeichnung für verfallen. Wasteland, to waste away. Ah, okay. Ja, also so kenne ich das ja schon, aber ich hätte das jetzt nicht mit... Also ich hätte das mehr so mit Landschaften oder Ruinen oder so assoziiert und nicht so sehr mit menschlichen Körpern. Es ist sehr schwer, sich zu konzentrieren, während Sid sich die ganze Zeit an meiner Hand reibt. Bibi. Kleiner Kuschelkater. Because the medium is so poor, a wizard must normally focus his efforts on the runes and incantations that channel it. Er legt die Spitzen seiner schmalen Finger zusammen. But imagine what could be done with a more powerful source of essence. A Watcher's Soul, for instance. Seine Augen blitzen auf, ein steifes Grinsen verzerrt seine Lippen. Ja, ja, du willst mich nur wieder wegen meiner Seele und willst sie mir aussaugen. Ich kenn das schon. Leute sind heutzutage nur noch an einer Sache interessiert. Welche Magie erfordert denn die Kraft einer Seele eines Watchers? The most demanding and visionary kind. The kind that wizards have argued over for centuries. Names like Cadibald the Red and Mara of the Seven Hills. Even you must know of them. Ja, der eine hat doch, glaube ich, diese Waffenzauber erfunden. Oder vielleicht war es auch nur einer, ich weiß es nicht. Da, wo du so nutzlose Waffen sammelst, die du gar nicht benutzen möchtest. Und die Mora, das ist die Tentakelzauberin. Ich habe Ahnung. Ich weiß aber leider nicht genug, um dir antworten zu können. Er neigt sich vor, er ist so erregt, dass seine Knochen klappern. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wovon du sprichst. Was hat das jetzt zu tun damit? Also man kann Tentakel sammeln oder Waffen. Und was willst du jetzt damit? The power to warp and wind time. Ach. Like a skein of wool wrapped about your finger. To strangle its flow to a mere trickle. Perhaps to reverse it altogether. Seine Augen brennen fieberhaft. Ja, aber dann kauf dir doch einfach eine TARDIS. Wenn du was mit Zeit machen willst. Und wer sind deine Rivalen? In my eyes or theirs? You've surely heard of the great Archmages of Aeora. Nina Gauth, Minoletta, Sitzel and Kolokoth. Arkamir in Lengroth, too. Ja, habe ich schon von gehört, nach denen sind nämlich die ganzen Spells in Alots Zauberbuch benannt. Und Minoletta ist die beste, weil die hat die coolsten Zauber. We've all shaped the study and practice of magic.
just not always to our mutual taste. Zuckt mit den Schultern. Okay, das klingt so nach, du hast irgendwelche Zauber erfunden, was die anderen dann so geil fanden. Oder vielleicht Methoden verwendet, die sie nicht geil fanden. Und jetzt hasst ihr euch gegenseitig. Okay, und weißt du, wer die Torn Bannerman angeheuert hat? One of the other Archmages, no doubt. Okay. My wager's on Archimere or Lengrath. Always hiding behind glamours and diversions. But it could have been any of my rivals. Aha. Und dann erzählen wir doch mal von dem Phylacterium. Would you think to steal it from under my nose? As if it were so easy. Ich habe nicht gesagt, dass ich es klauen will. Ich will erstmal nur wissen, was es ist. A phylactery isn't some bauble I wear around my neck or hide in a chest. It's a complex layer of spellwork carved into my skull with runes and sealed with a peg of Hadra. Das dünne Fleisch, das über seine Wangenknochen gespannt ist, zuckt bei diesen Worten. Und wenn diese Generalverdächtigung hier... Ja, genau! Da habe ich einmal nicht darüber nachgedacht, alles zu klauen. It is the reason I'm here. Surviving. Und wenn ich jetzt einfach ja tschüss sage, dann greift er mich bestimmt an, oder? Where are you going? I'm just getting started with you. In anderen Kontexten wäre der Satz wirklich reizvoll. Schöne Questline. Finde Consulhot, konfrontiere Consulhot, besiege Consulhot. Consulhot braucht die Seele eines Watchers, um seinen neuen Zauber fertigzustellen. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, meine dafür zu verwenden. Super. Immer diese Ehre. Schon wieder Reputation bei Twin Arms. Vermutlich ist das das Einzige, wo wir noch Reputation kriegen können, deshalb geht's immer dahin. Super. Toll. Awesome.